Eine Vollmacht ist eine rechtliche Vereinbarung, mit der sie einer Vertrauensperson erlaubt, sie in ihrem Namen zu vertreten. Da ihre Versicherungsdaten strengen Datenschutzvorgaben unterliegen, werden ihre Daten besonders vertraulich behandelt. Das heisst, Concordia darf ihre Daten nicht weitergeben und einer Drittperson keine Auskunft erteilen. Auch nicht, wenn ihnen die Person privat nahe steht. Für den Fall aber, dass sie aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, Angelegenheiten rund um ihre Krankenversicherung selber zu regeln, können sie sich mit einer Vollmacht absichern. Das erleichtert es auch für ihre Angehörigen oder nahestehende Personen, besser mit der Situation umzugehen. Meistens denkt man da sofort ans Alter. Wenn beispielsweise die Eltern oder wir selber nicht in der Lage sind, sich um die eigenen Krankenversicherungsangelegenheiten zu kümmern. Doch nicht nur im Alter macht eine Vollmacht Sinn. Bei geplanten Operationen, längeren Spital- oder Reha-Aufenthalten, langwierigen oder schweren Krankheiten oder im Fall von einem Unfall. Sie sehen, es gibt zahlreiche Situationen, in denen Sie und Ihre Vertrauensperson von einer Vollmacht profitieren. Eine Ausnahme besteht dabei bei Ehepartnerinnen und Ehepartner sowie bei eintretenden Partnerinnen und Partner. Sie erhalten auch ohne Vollmacht gewisse Auskünfte. Schlussendlich entscheidet sie selber, was die bevollmächtigte Person machen darf und was nicht. Sie können beispielsweise wählen, ob sie lediglich mündliche oder schriftliche Auskünfte und Dokumente von der Krankenversicherung bekommen sollen oder ob sie sogar Rechtshandlungen, wie zum Beispiel Mutationsmeldungen, vornehmen dürfen. Bei der Concordia halten wir ihre Vollmacht schriftlich fest. Der Ablauf dafür ist aber trotzdem sehr einfach. Wenn Sie eine Vollmacht für Ihre Vertrauensperson ausstellen wollen, gibt es ein Formular auf unserer Concordia-Website zum Abladen. Das Formular können Sie ausfüllen und zusammen mit der bevollmächtigten Person unterzeichnen. Das Formular muss anschliessend mit einer Kopie von Ihrem amtlichen Ausweis eingereicht werden. Sollten Sie Ihre Meinung eines Tages ändern oder die Umstände verlangen in der Aktualisierung, so können Sie die Vollmacht zu jeder Zeit ohne Begründung wieder auflösen. Haben Sie Fragen zum Thema Vollmachten, dann unterstützt Sie die Concordia-Agentur sehr gerne.